Cinderella war zu Hause und testete einige Zaubersprüche, die sie aus ihrem magischen Buch gelernt hatte. Hokus Pokus! Die Karotten verwandeln sich in Wassermelonen! Ich hab's geschafft! Weiter mit dem nächsten! Hokus Pokus! Die Wassermelone verwandelt sich in einen Spiegel! Hurra! Wieder geschafft! In dem Moment klopfte jemand an die Tür. Cinderella war überrascht, als sie die Tür öffnete. Ah! Künstler! Komm rein! Was ist mit dir passiert? Ich habe eine Party dekoriert und wollte überall einige Federn aufkleben. Es sieht aus, als hättest du sie auf dich selbst geklebt, als überall anders. Ich bin in den Kleberheim gefallen und alle Federn sind an mir kleben geblieben. Willst du, dass ich dir die Federn entferne? Nein, meine Schwester Erfinder hat mich mit einem Spray eingesprüht. Es sollte den Kleber entfernen, aber leider muss ich bis Mitternacht warten, bis es wirkt. Also, was kann ich für dich tun? Nun, ich kann vor den Gästen nicht so erscheinen. Ich habe mich gefragt, ob du Gastgeber der Party sein könntest. Ich habe eine bessere Idee. Cinderella und Künstler standen vor dem Spiegel. Ich sehe so schrecklich aus. Hokus Pokus, der Spiegel verwandelt sich in einen Sessel. Der Spiegel verwandelte sich auf der Stelle in einen Sessel. Wow! Ich habe Zauberei gelernt, indem ich mein magisches Buch benutzt habe. Wenn du willst, kann ich dich zurückverwandeln. Das wäre großartig. Kleber und Federn, hört mir zu. Hokus Pokus. Cool. Dankeschön, Prinzessin. Kein Problem. Ich kann dir auch helfen, die Party zu organisieren, wenn du willst. Es gab noch jemand anderen, der all dies vom Fenster aus beobachtete. So, so. Ein Zauberstab, hä? Ich könnte alle Steine in Eier verwandeln und alle Blätter zu Gold. Cinderella und Künstler gingen zum Haus, wo die Party stattfinden sollte. Der Wolf folgte ihnen. Kannst du Vorhänge in Luftballons verwandeln? Fenster in eine Feuerstelle verwandeln? Das würde gehen! Cinderella und Künstler begannen alles mit Hilfe der Zauberei zu dekorieren. Sie verwandelten Vorhänge in Luftballons, Tische in Goldtische und Fenster zu Feuerstellen. Guck mal, das sind die Gänsefedern, die ich gefallen bin. Ich bin auf Gänsefedern allergisch, Atschi! Als Cinderella nieste, begann sich alles wieder zu verwandeln. Oh nein, Tische haben sich in Stühle verwandelt und Fenster in Türen. Die Luftballons haben sich zu dem Wassermelonen verwandelt. Und du? Und ich? Sieh nur! Ah, ich hab mich in dich verwandelt. Das kam, weil ich genießt habe. Kannst du das in Ordnung bringen? Ich werd's versuchen. Alles nahm erneut eine andere Gestalt an, inklusive Künstler. Du bist jetzt ein Frosch? Cinderella suchte nach ihrem Zauberstab, aber konnte ihn nicht finden. Wo ist mein Zauberstab? Ich hab ihn! Wolf, gib ihn mir zurück! Auf keinen Fall! Zuerst muss ich diese Steine in Eier verwandeln! Stopp, Wolf! Rechts, links, Hokus Pokus!
alles verwandelt sich in Eier. Wolf! Geschafft! Ich hab's geschafft! Jetzt habe ich viele Eier! Gib es mir! Ja, jetzt kannst du ihn haben! Ich brauche ihn nicht mehr! Lass dies vorbei sein! Lass den Wolf cleverer werden! Warte, Künstler! Ich werde dich in dein normales Ich zurückverwandeln! Rechts, links, hinten, Hokuspokus! What? Oh nein! Künstler wird nicht wieder normal! Was mache ich jetzt? Während Cinderella versuchte, Künstler wieder zurückzuverwandeln, erschienen die ersten Gäste. Oh nein! Sie sollten dich nicht so sehen! Komm in dieses Zimmer! Cinderella und Künstler betraten schnell die Vorratskammer. Leider war die Kammer voll mit Federn, die Künstler zuvor gesammelt hatte. Ha? Ha? Hatschi! Bin ich wieder normal? Als Cinderella nieste, verwandelte sich Künstler in den Wolf. Und der Wolf wurde Künstler. Hallo, Künstler! Künstler? Was Künstler? Ich bin der Wolf! Künstler ist ein Witzbold. Der war gut, Künstler. Ha? Ha? Hatschi! Als Cinderella nieste, nahmen der Raum, Künstler und Wolf eine andere Gestalt an. Bin ich wieder normal? Nein, tut mir leid. Die Party ist fast vorbei. Warte, ich kümmere mich drum. Die Zeit tickt, die Welt steht still. Hokus Pokus! Huch, jetzt ist sie eingeschlafen. Cinderella versuchte es die ganze Nacht, aber nichts funktionierte. Nichts verwandelte sich zurück. Um Mitternacht passierte etwas Unerwartetes. Bin ich wieder ich selbst? Guck, meine Gänsefedern fallen auch ab. Juhu! Ich bin wieder Wolf! Jetzt kann ich meine Eier essen! Mami! Meine Zähne! Oh, ich konnte den Zauber nicht brechen, aber die Zeit konnte es. Meine schöne Party ist ruiniert. Es tut mir so leid. Cinderella und Künstler verließen den Raum. Künstler, das ist die beste Party, auf der ich jemals war. Alles hat sich kontinuierlich verändert. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber der ganze Hof redet über deine Party. Ich denke, wir hatten die beste Party ever. Ich denke schon.